Ein bisschen Spaß muss sein, denn das Training soll ja nicht langweilig werden. Das hat sich das Dannecker Finishline Team 0.19 gedacht und gemeinsam die Kurzdistanz beim 7. Mostviertler Business Run gewagt. Teams zu jeweils 3 Personen, powered bei den Firmen aus der Region, waren am Start, um die knapp 5 Kilometer lange Laufdistanz in dem kleinen, geschichtsträchtigen Ort Achtacker Markt zu finishen. Ein prüfender Blick von Coach Bernhard Keller, ob ja alle seine Schützlinge auch da sind. Und dann kann auch schon der Startschuss fallen. Teams waren insgesamt am Start, powered bei Vivaro und Jandl. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, andererseits ganz gute Kontakte zu knüpfen. Ich meine, Business Run heißt, es sind für Unternehmen da und für Unternehmer da. Das heißt, es geht auch in erster Linie geht es natürlich um den Sport, in zweiter Linie geht es natürlich auch um wirklich ein bisschen Netzwerken und Kontakte zu pflegen. Aber warum ist gesponsert habe, liegt eigentlich vielmehr darin, wir sind ein Dreierteam, wir sind alle aus dem Finishline-Team und Vivaro, unser Fertighaus, hat ja auch etwas mit Energie zu tun, Energiesparen, und da setzen wir uns alle unsere Energie ein, um zusammen etwas Schönes zu erreichen, nämlich auf der einen Seite was zu unterstützen und auf der anderen Seite gemeinsam ein Ziel zu erreichen, nämlich zu finishen. Ich glaube, es ist einfach, man schafft eine gewisse Gemeinsamkeit dadurch. Also wenn man miteinander läuft und miteinander Sport macht, dann hat man das verbindet. Und das ist ja im Alltag, in der Firma, in der Arbeit auch nie schlecht, wenn man gemeinsame Erlebnisse hat. Ja. Wenn man merkt, dass die Mitarbeiter Sport betreiben, dann bedeutet das auch, dass sie fitter sind. Ich habe das selbst bei mir jetzt gemerkt, durch das, dass ich im Finishline-Team dabei bin. Ich schlafe besser, ich bin fitter, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann effizienter arbeiten und ich habe trotzdem eigentlich noch sehr, sehr viel Zeit, um Sport zu betreiben. Und das merke ich und liebe auch meinen Mitarbeitern mit, dass ich sage, hey, hallo, Sport zu betreiben ist eine wichtige Sache, euch geht es besser, ihr fühlt es besser und euer Leben gewinnt Qualität. Ja, ich glaube, wenn man sich die Stimmung da anschaut, wie alle gut drauf sind und das gemeinsam im Vordergrund steht, miteinander in der Firma vielleicht Sport zu machen, dann kann man da nur dabei sein wollen, glaube ich eigentlich, ja, genau. Das Ergebnis nach 2 Runden gemeinsam durch den Ortskern kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Leading Team war die Dreierformation powered by Vivaro mit Gerald, Andreas und Bianca an Bord. Sie schafften Platz 17. Gleich dahinter auf Rang 19 reiht sich das Team Jandl mit Christian Magda und Finishline-Team-Coach Reinhard Entner ein. Das zweite Jandl-Team schafft Platz 32. Dafür haben sich Oliver, Pamela und Finishline-Team-Coach Susanne Dorninger ins Zeug gelegt. Ich war die letzten Tage gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Durch das, muss ich sagen, habe ich mir eigentlich ganz schön schwer da. Ich habe mich aber voll gefreut heute drauf und muss sagen, ich bin zufrieden für das, dass ich wirklich nichts trainieren habe können. Von der Strecke her ist es eigentlich, ja, es hört sich auch nur 4,8 Kilometer. Heute hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich da vorher schwimme und Radl fahre. Aber es ist doch anspruchsvoll, gerade auch wegen den Temperaturen, die wir heute haben. Es ist da sehr schwül. Also von dem her, ja, nicht ganz so easy. Das Laufen war ganz schön hart, es war sehr schwül und sehr drückend. Aber für mich ganz gut als Training. Ich meine, es waren nur unter Anführungszeichen 4,8 Kilometer. Und diese 4,8 Kilometer sind ein kurzes Training für die heiße Phase jetzt im Finishline-Team. Weil wir haben in anderthalb Monaten unseren Mosty-Man und wir müssen uns an die heißen Temperaturen gewöhnen und da war es ein gutes Training. Aber es ist eine harte Strecke, muss ich sagen. Also ich habe geglaubt, 4,8 Kilometer gehen so locker dahin. Ich meine, das ist unser Trainingsprogramm im Normalfall. Aber es geht rauf, runter und dann ein sehr drückendes, schwüles Wetter war schon sehr hart. Der kleine Berg dreimal zum Laufen, der ist ein bisschen hundig gewesen. Aber ja, ich habe meine Leistung gebracht, was ich mir vorgenommen habe, sogar ein bisschen besser. Bin zufrieden, aber jetzt total erschöpft, muss ich sagen. Ja. Christian hat aber nicht nur die Herausforderung Berg bewältigen müssen, sondern auch die Mission rauchfrei. Ja, eine große Schraube oder ein großes Rad zum Drehen ist, wie der Bernd letztes Mal schon angesprochen hat, das Rauchen aufgeben. Da kann ich mir ausrichten, ich habe jetzt schon eine Woche nicht mehr geraucht und ich werde jetzt fix aufhören. Also das ist mal sicher, wo ich mal 10% Leistung rausholen kann. Und dann möchte ich einfach beim Radfahren noch ein bisschen mehr Druck aufs Pedal kriegen. Und laufen, ja, da schaue ich, dass ich unter 50 Minuten für 10 Kilometer komme. Da bin ich zufrieden. Wie geht's dir bei der Mission rauchfrei jetzt? Ja, 6 Tage sind geschafft, teilweise nervös. Aber ich muss sagen, gerade heute beim Laufen, wenn man wirklich unter voll Druck läuft,
ist halt schon viel einfacher wie mit Rauchen. Was für eine schöne Erkenntnis. Wir drücken Christian auf jeden Fall die Daumen, dass er noch lange durchhält. Rauchfrei natürlich.